Aber wenn das Böse uns in eine Situation hineinnötigen will, und das tut's, in der wir im Grunde nur mit der Teilhabe am Bösen überleben können, dann kann Flucht durchaus geboten sein. Um nicht auf die eine oder andere Weise schuldig werden zu müssen. Aber wo ist nun Kampf und wo ist Flucht konkret geraten oder sogar geboten? Diese Frage ist für viele längst existenziell geworden und sie kann und wird wahrscheinlich in Zukunft für viele über Leben und Tod entscheiden. Ich befürchte, dass es derart drastische Ausmaße annehmen wird, wovon wir hier reden, auf direkte oder indirekte Weise. Bedenken wir diese Frage, Kampf oder Flucht, zunächst auf der Ebene der menschlichen Vernunft. Es dürfte sinnvoll oder sogar unausweichlich und geboten sein, dem Bösen entgegenzutreten, wenn es überwindbar ist, zumindest realistisch überwindbar erscheint. Oder wir Alternative so in die Enge getrieben sind, dass wir gar keine Möglichkeit haben, zu entkommen und unterzutauchen, dann gilt: Wer nicht kämpft, hat schon verloren. Der lässt sich dann einfach widerstandslos vom Bösen auffressen. Das wäre für mich keine Alternative. Wegducken ist dann eine Option, wenn einerseits die Macht des Bösen zu groß ist, dass man auch nur den Hauch einer Chance hat, ihm zu widerstehen, es zu bekämpfen, es zu besiegen. Ich befürchte, dass wir die Situation heute haben. Ich kenne niemanden. Ich habe in den letzten 5,5 Jahren viele Kontakte gehabt mit allen möglichen Menschen, die sich Gedanken machen, wie kann man dieses Böse aufhalten. Ich kenne niemanden, der auch nur eine ansatzweise funktionierende Idee hätte. Nicht irgendwelche spinnernden Ideen, die gibt es genug. Ich meine ansatzweise funktionierende, realistisch, und die wissen das auch und sind verzweifelt. Denn wir haben es mit dem endzeitlich Bösen zu tun, von dem die Bibel redet. Wenn die Macht des Bösen zu groß ist und außerdem eine Flucht unmöglich erscheint, das ist heute das große Problem. Bis vor 1,5 Jahren konnte man mit relativ viel Sinn und Verstand und Berechtigung sich sagen, gut, okay, wir in Deutschland haben Unrechtherrschende, die unser Land offenkundig zerstören, verwüsten, wo sie nur können. Aber es gibt da zum Glück noch andere Länder, wo es nicht so ist. Aber ich denke an Professor Bachti, der schon vor einem Jahr gesagt hat, wo soll man noch hin? Ist ja überall auf dem ganzen Globus das Gleiche, außer vielleicht Schweden, und hat hinzugefügt, aber da ist mir es zu kalt. Ging immer auch so. Das ist die nächste große Not. Wo kann man denn überhaupt noch hin? Das ist ein Thema, das ich heute nicht weiter ausführen werde. Das wäre ein Extra-Thema, aber mehr ein rein praktisches, weniger für die Predigt. Die Frage der Vernunft, der politischen Abschätzung und so weiter. Wegducken ist dann eine Option, wenn der Kampf keine Möglichkeit bietet und eigentlich auch Flucht keinen sinnvollen Fluchtort mehr bietet. Dann bleibt der Versuch, unter dem Radar des Bösen zu sein, vielleicht die einzig ernsthafte Möglichkeit. Scheidet vermutlich für mich auch aus. Ich vermute, dass ich von diesem Radar längst erfasst bin. Wenn keine realistische Aussicht besteht, die Gefahr zu überwinden, ist in der Regel Flucht die beste Option. Wegducken bleibt ein Zittern und Bangen. Man verkriecht sich in der Höhle des Löwen in einem dunklen Winkel und hofft, dass der Löwe nicht um die Ecke kommt. Ja, so hofft man da. Da ist im Zweifel, wenn möglich, besser, sich dem Einzugsbereich der Gefahr zu entziehen. Ein mittlerweile verstorbener Sicherheitsfachmann pflegte zu sagen, Sicherheit ist kein Zustand, Sicherheit ist ein Verhalten. Auch wenn der Satz nicht in der Bibel steht, aber den könnt ihr zum praktischen Überleben mit nach Hause nehmen. Sicherheit ist kein Zustand. Sicherheit ist ein Verhalten.
Das sicherste Verhalten ist, Gefahren und das Böse zu meiden. Und deshalb empfehle ich auch den Menschen immer, egal wegen was sie anrufen oder fragen oder schreiben in diesem ganzen Corona-Wahn, ich sage, das Beste ist immer, ihr könnt um diesen ganzen Corona-Wahn mit eurem Leben einen so großen Bogen wie irgend möglich machen für euch und eure Familien. Je weiter ihr euch von diesem Bösen entfernen und zurück und raushalten könnt, umso besser.